was zum... Lass dich zermalmen! Was für ein Plappermaul! Ne. Gut, zu früh darf man auch nicht parieren. Da kommst du nicht durch, du Narr! Die Händler müssen gefunden werden. Einer weiß, wo ich bin, und meiner Sicherheit wegen muss er zum Verschweigen gebracht werden. Tötet auch den Rest. Sie sind ohne Belang. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, sollten sie sich auf dem Weg zum Westeingang Bagdads befinden. Findet sie, bevor sie einkommen, und erstattet Bericht. Sie geschickt wurden, um uns zu töten? Wahrscheinlich. Das ist wenig überraschend. Wir haben uns gegen das Kalifat und ungerechte Steuern ausgesprochen. Das kann uns den Kopf kosten. Doch das stumme Schaf hilft nur dem Schlachter. Widerstand gefällt Ihnen gar nicht. Ich wäre nicht überrascht, machten Sie aus uns ein abschreckendes Beispiel für andere Unzufriedene. Die Wachen unterstehen jemandem namens El Anka. Das bestätigt meinen Verdacht. Bagdad. Nun seid ihr sicher. Du bist wundervoll. Vielen Dank. Da wären wir. Tausend Dank, Saidi. Bagdad ist nicht sicher. Auf den Märkten gehen Gerüchte um. Von Händlern, die verschleppt wurden. Hast du je von solchem Unrecht gehört? Wer tut so etwas? Wie man hört, haben sie es auf Ausländer abgesehen. Auf Händler, die nicht von hier sind. Die Abbasiden wollen an allen Geschäften mitverdienen. Wenn es ums Geld geht, gehen sie über Leichen. Der Zettel von den Wachen war von jemandem namens El Anka. Diese Person steckt hinter dem Angriff. Ich konnte hören, wie sie den Steuereintreiber El Anka nannten. Was seltsam ist. Ist der sagenhafte Vogel Anka nicht weiblich? Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Suhai lebt in einem Anwesen westlich von El Kar. Sei vorsichtig, Sadiki. Er arbeitet wohl kaum allein. Ich danke dir. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Der Steuereintreiber? Den sollen wir töten. Wir haben alle Hinweise. Ein verlorener Zettel enthüllt, wer hinter dem Angriff steckt. Al-Anka lebt in einem Anwesen westlich von Al-Kach. Jemand hält die Kaufleute davon ab, Al-Kar zu betreten. Ich würde sagen, der Steuereintreiber kriegt jetzt erstmal das ist der Ort. Die Quittung. Geht fort mit dir. Ja, okay. Warst du schon bei Abdullah? Wurde dir gefallen? Ja. Ich schulde dem Steuereintreiber einen Besuch.
warte! Die Sperre am Hafen wird mit dem Geld der Bevölkerung bezahlt. Vielleicht kann ich hier noch mehr Informationen finden. Das Schicksal ruft. Wo bleiben die denn? Sie sollten längst mit dem Geld zurück sein. Ach, es kostet mich den Kopf, wenn wir nicht liefern. Wie schwer kann es sein, diesen Hohlköpfen ihr Geld abzunehmen? Al-Yunan, El-Hin... Hey, wer bist du? Wache! Wache! Ei, ei, ei. Ich hab gedacht, dass ich noch mit dem sprechen könnte. Der Steuereintreiber arbeitet nicht allein. Jemand von außerhalb Bagdads hält die Züge. Der Brief hat einen seltsamen Geruch. Er duftet nach Rosen und Eisen. Befehle, die Steuern zu erhöhen. Das spült noch mehr Geld in ihre Hände. Ja, abgeschlossen jetzt die Quest? Sieht fast so aus. Er hat eben die Hinweise so durchgezählt. Ja, nö, sieht so aus. Das war's. Wir müssen den Kerl jetzt nur noch töten. Bezahlt. Ich bin hier fertig. Ich folge am besten dem anderen Hinweis.
was? Ich verstümmel dich Stück für Stück. Hey! Hä? Es war an der Zeit. Das war's. Okay, es gibt quasi meine Hauptquest und dazu dann noch so Nebenquests. Wenn man die Hauptquest abgeschlossen hat, sind automatisch auch die Nebenquests erfüllt. Es sei denn, man musste da noch was looten oder stehlen, dann natürlich nicht. Aber theoretisch sind die dann auch erfüllt. Aha, das Versteck im Händlerviertel. Die Bücher. Hier, die versteckte Stätte. Bruderschaftshaus.